Mein Name ist Omar Omar. Ich bin seit 3 Jahren hier in München mit meiner Familie, Frau und 4 Kindern. Ich arbeite jetzt gerade bei Innerer Mission als Assistenzkräfte. Ich wohne jetzt gerade in Pasing. Es war so, ich habe als Dolmetscher mit einer Person hier in ganze Zeit übersetzt vor dieser Person, weil er hat schwierige Zeit gehabt in seinem Leben. Er ist seit 1 Jahr und ein paar Monate hier. Vor einem Jahr, ich war auch in einer Unterkunft und das war ganz schwer für mich, weil ich habe die Muttersprache ist die Kurdisch und ich kann Arabisch und Türkisch auch, weil ich lerne in Syrien sowieso nur arabische Sprache. Die Muttersprache ist nur zu Hause. Und es ist so, wir haben immer schwierige Zeit gehabt, weil wir haben immer mit den Leuten dort in Unterkunft nur sie haben mit uns gesprochen. Über die Kultur, über den Verkehr, über die alle Sachen. Und wir haben gar nicht bekommen, was bedeutet das? Was soll man machen? Bei verschiedenen Leuten habe ich schon mich angemeldet, ob können wir zum Beispiel mit der Muttersprache so ein Paket machen, zum jedes Unterkunft, zum Beispiel Afghanisch, Arabisch, Kurdisch, verschiedene Sprachen, Somalisch, Tigrinisch, zum Unterkunft gehen und lassen uns beraten und diese Leute beraten auf die Muttersprache. Sie müssen diese Kultur lernen. Zum Beispiel jetzt, ich arbeite als kleinen Helferkreis mit den Leuten und sie bestellen in jeder Zeit einen Krankenwagen. Danach sie bekommen eine Strafe von 400-300 € und sie fragen, warum? Ja, wir müssen ihm sagen, weil das, wann dieses Krankheit ist, nicht schwer ist. Zum Beispiel, du hast eine Grippe, du holst einen Krankenwagen, du kannst selber hingehen. Er muss das alles lernen. Mit der Muttersprache zu diesem Flüchtling gehen und ihm helfen und ihm erklären auf die Muttersprache. Mit einem Deutscher zum Beispiel hingehen und sagen, es ist, diese Kultur ist so, mit dem Verkehr ist so, zum Beispiel diese Gesetze ist so, du musst dich alles erste Mal hin und her anmelden, du musst dort gehen, weil das ist so, das fehlt in jedes Unterkunft. Ich bin seit 3 Jahren hier, aber ich will auch ein paar Leute denken, weil sie haben mich oft geholfen und diese Sprache kommt nicht von einfach. Das kommt über die Leute. Ich will die Frau Gabi und die Angelika und die Kayla und eine Frau auch war in Unterkunft. Sie hat auch Angelika, sie hat mich oft geholfen. Sie arbeitet in Innerer Mission und die Susanne auch. Und ich habe das auch über die Deutsche gelernt, das muss ich immer bereit sein, die Leute helfen. Leider, ich habe in meinem Land das nicht gemacht. Ich war eine Person, habe schon immer über meine Familie gedacht. Ich habe die andere Person nicht. Aber ich habe heute alles von den deutschen Leuten gelernt, alles. Ich war hier. Die waren alles bereit für mich, sie waren Ehrenamt und sie sind bis jetzt mit mir und sie helfen mich oft. Und der große Beispiel jetzt, ich habe einen Sohn im Gymnasium und die zweite Sohn auch in gleiche Richtung nach Gymnasium. Und das habe ich schon von den Deutschen gelernt und ich wollte auch die Flüchtlinge helfen. Und ich bin immer bereit für alle Sachen, was die Flüchtlinge wollen. Und danke euch.